ich bin Kerstin Krellenberg, ich bin Professorin für Urban Studies. Hallo, mein Name ist Yvonne Franz, ich bin Stadtgeografin und beschäftige mich mit Stadtteilentwicklung. Wir zeigen heute verschiedene Orte innerhalb Wiens auf einen Spaziergang in Richtung des 15. Bezirks und sehen ganz alltägliche Orte, die umso spannender sind, weil sie uns alle betreffen. Dieser Platz wird derzeit entsiegelt. Warum ist das entscheidend? Weil wir eben durch Betonflächen, asphaltierte Flächen, Flächen haben, Oberflächen haben, die sich sehr stark erwärmen und diese Wärme eben irgendwann auch wieder abgeben. An diesem Platz können wir sehr gut sehen, wie man Klimaanpassung durchführen kann. Der ursprüngliche Asphalt wurde entfernt und wurden neue Steine verlegt, wodurch wir A, eine andere Oberflächenbeschaffenheit haben. Zusätzliche Effekte ist hier auch, dass wir bei zum Beispiel Starkregenereignissen schon die Möglichkeit haben, dass das Wasser auch besser aufgenommen werden kann. Wir arbeiten stark interdisziplinär und beschäftigen uns mit komplexen Fragen. Und hier kommt eigentlich zusammen, wie muss man begrünen, damit es effektiv ist? Wie kann man gleichzeitig zum Beispiel Verkehrsberuhigung einbauen? Und wie kann man eben solche Plätze auch wieder angenehm machen, dass sie zum Aufenthalt, für den Aufenthalt zum Verweilen einladen? Der Gürtel, der ursprünglich mal eine Trennung war, ist heute schon fast ein Verbindungsglied zwischen Innenstadt und den Städten auf der anderen Seite des Gürtels. Und man möchte meinen, sie wären sehr ähnlich. Wir haben im 6. Bezirk eine eher historisch gesehen privilegiertere Bevölkerungsschicht, sozioökonomisch stärker ausgestattet, wohingegen im 15. Bezirk wir eher eine Bevölkerungsschicht haben, die sozioökonomisch schwächer aufgestellt ist. Wo sind Ungleichheiten in Bezug auf Klimagerechtigkeit? Und dieser Ort macht das sehr schön deutlich, weil wir hier tatsächlich an der Schnittstelle sind zwischen privilegierteren Bevölkerungsgruppen in der Stadt und weniger privilegierten. Wir haben in der sozialräumlichen Forschung, Fragestellungen wie beispielsweise Gentrification. Das bedeutet in der Regel Verdrängung von Wohnbevölkerung. Dieses Beispiel hier zeigt, dass hier mit einem privaten Akteur, einem global tätigen Unternehmen, eine Kooperation eingegangen wurde mit der Kommune. Gemeinsam hat man festgelegt, dass hier an dieser Stelle ein hochwertiger Freiraum entstehen soll. Wir haben hier neue Grünflächen, Baumbepflanzung, Wildblumen, Sitzmöglichkeit. All diese Veränderungsprozesse stellen oftmals gerade marginalisierte Gruppen sehr stark unter Druck. Und hier gilt es in der Stadtentwicklung ein besonders kritisches Augenmerk zu legen. Wie entstehen solche Wohnstraßen? Durch die Kooperation unterschiedlichster Akteurinnen. Wir haben Bewohnerinnen, wir haben die Bezirksverwaltung, wir haben die Stadtverwaltung, aber wir haben auch Intermediäre wie beispielsweise die Gebietsbetreuungen, die genau diese Akteursperspektiven zusammenbringen. Es geht nämlich letztlich darum, die unterschiedlichen Perspektiven nicht nur zu hören, sondern sie auch zu verstehen und miteinander auszuverhandeln. Für die nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet es, dass wir sehr viel stärker dieses Partizipieren mitdenken müssen, um dieses Aushandeln zu erreichen und letztendlich auch dazu zu kommen, dass Menschen teilhaben und diese Wohnstraßen auch genutzt werden. Das heißt, aufeinander zugehen und eine gemeinsame Sprache sprechen lernen.